Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Train-Simulator-Folge. Oh ja, lang ist es her, dass wir hier mal eine Runde gedreht sind. Wir fahren heute von Augsburg Hauptbahnhof Richtung München. So sieht heute unser Fahrplan aus, den wir hier haben mit dem ICE 2. Aber das nicht alles, denn ich habe mir neues Spielzeug gekauft, so wie ich das schon in OMSI gemacht habe. Möchte ich das jetzt auch gerne mal hier in Train Simulator testen, ob das Ganze dementsprechend funktioniert. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir jetzt ins Cockpit einsteigen, die Türen öffnen und mal schauen, wie das Ganze dementsprechend aussieht. Falsch. Falsch sieht's aus. So. Jetzt sollte es passen und wenn wir uns jetzt hier mal so ein bisschen umgucken können, seht ihr, wir können uns dementsprechend bewegen, können uns umschauen, können uns nach oben, nach unten, wir können den Kopf so nicken, wenn wir das Ganze möchten und also auch das funktioniert. Das Schöne ist an den Train-Simulator, alle Passagiere sind eingestiegen, Abfahrt nach München bereit, ist die Tatsache, jetzt wollen wir ganz kurz mal hier also aktivieren. Okay, das geht alles gar nicht. Na denn. Fahren wir ab. Das ist, glaube ich, das ist ja auch ein DLC, der schon ewig alt ist, glaube ich. Ja, sofort natürlich erkannt, ohne Wenn und Aber. Ich musste nichts mal irgendwie einstellen, außer halt in der Software, dass da irgendwie was verstellt werden musste. Aber sonst musste ich eigentlich gar nichts groß einstellen. Das ging gleich von Anfang an, ohne dass ich hier irgendeine Funktion drücken musste oder sowas. Also das ist eine ziemlich coole... Ah, Mist. Jetzt habe ich die Taste wieder natürlich nicht getroffen. So, weil ich natürlich jetzt wieder so im Quatschen war. Nochmal, weiter geht's. Ne, jetzt müssen wir erstmal wieder hier und so und... So, jetzt sollte das auch ganz so passen. AFB. AFB. So, jetzt sollte alles passen. Gut, also das funktioniert tatsächlich doch. Die SIFA, schön. Ja, und ihr seht, ne, also ich kann mich hier echt hier umschauen. Es ist noch nicht so hundertprozentig richtig eingestellt, auch schon wie bei OMSI. Ich bin da immer noch an der richtigen Stelle auf jeden Fall dran, dass ich das besser einstelle. Mal gucken, vielleicht kriege ich das irgendwann mal hin. Das Problem ist, immer wenn ich jetzt hier, dann zoomt der immer so ein bisschen raus, komischerweise. Also ich jetzt so, zum Beispiel runtergehe, wenn ich jetzt hier nach rechts gucke und hier funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn ich hier so rausgucke. Ja, aber sonst wüsste ich jetzt nicht, also das muss ja natürlich an der Software jetzt irgendeine Einstellungssache sein. Wie gesagt, im Train-Simulator an sich können wir hier nichts groß einstellen oder sowas. Aber ich finde das persönlich eine coole Sache. Das werde ich tatsächlich jetzt dann auch öfter jetzt mit benutzen. Das ist also, wie gesagt, Track IR. Wie gesagt, in OMSI funktioniert das, in den Train Simulator funktioniert das. Wir können das Ganze auch im Eurotruck Simulator, im American Truck Simulator benutzen. Und natürlich noch viele weitere Spiele. Ein weiteres Let's Play startet jetzt doch noch neu. Ich habe mir lange überlegt, probierst du es nicht? Also, ich weiß es natürlich nicht, ob es funktioniert. Ich muss das Ganze dementsprechend noch testen. Wenn es natürlich funktioniert, dann, wie gesagt, startet da eventuell doch noch ein neues Let's Play hier noch auf dem Kanal zusätzlich zu Transport Fever, was wir jetzt ja auch haben. Und dann haben wir ja eigentlich doch ordentlich zu tun wieder hier auf dem Kanal. Mit Lotus OMSI, Train Simulator. Also ich würde das hier schon jetzt wieder gerne öfter im Angriff nehmen, weil ich das einfach mit Track IR doch eigentlich schon eine ziemlich coole Sache, finde. Ich brauche halt meine Maus einfach gar nicht mehr jetzt im Train Simulator. Und das finde ich einfach, das ist eine coole Sache. Hier, diese Sache hier, ja, also ich müsste jetzt halt immer wenn ich mich nach links, müsste ich automatisch schon immer nach oben gehen. Hunderter Abschnitt.
Wie gesagt, und wenn ich draußen bin, passiert eigentlich gar nichts. Also da ist... Oh, falsche Scheinwerfer. Das war nicht richtig. Ja, da gucke ich dann ganz normal halt, ne? Also, als ob nichts wäre. So, hahaha. So, ja, war ein bisschen sehr langsam jetzt gerade. So, bestätigen wir die SIFA. Und dann geht's weiter. Ja, das ist eine coole Sache. Ich hatte ja auf Microdrazzard TV das Ganze ja schon mit der Virtual Reality probiert. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, auch Virtual Reality halt zu benutzen. Es ist aber halt so ein bisschen so, da wird das Bild halt so unendlich groß gestreckt halt einfach, dass du dann halt so dieses Gefühl hast, dass du dann halt, ja, dass du praktisch wie eine Kinoreihe erster Sitzplatz, also so erste Sitzreihe, und dann ja, hast du halt dementsprechend den VR. Hier in Track AI ist es halt einfach anders, denn sobald ich hier meinen Kopf bewege, dann bewegt sich halt das ganze Ingame halt so, ne? Also ich merke aber, dass irgendwas mit der Einstellung hier nicht hinhaut. Das ist, obwohl ich es vorher noch eingestellt hatte, haut das hier so hundertprozentig nicht hin mit dem Track AI. Ja, es ist halt doch deutlich was anderes, ne? Wenn ich mich jetzt hier so umgucke, so aus dem Fenster und so, ja. SIFA bestätigen. Jetzt wäre es ja tatsächlich dann doch noch interessant, vielleicht den Rail Driver noch anzustöpseln. Ja, dann hast du eigentlich mit der Tastatur gar nichts mehr zu tun, mit der Tastatur und Maus, und bist eigentlich so richtig in diesem Feeling drin. Ist natürlich nicht ganz günstig, der Spaß, muss ich sagen. 160 Euro oder sowas kostet das Ganze. Ja, dann natürlich ein bisschen Glück. Denn meins war Vorführware und dementsprechend halt ja, 50 Euro oder sowas günstiger. Das geht denn in meinen Augen schon in Ordnung. Aber das muss man natürlich immer für sich selbst entscheiden. Ne? Also wem jemand das interessiert, ja, wem das nicht ganz so... Also wer einfach noch tiefer in diese ganze Materie einsteigen möchte, ja, der ist dann natürlich mit Track AI, ich glaube, doch ein bisschen besser bedient als mit der Virtual Reality. Zumal, wie gesagt, VR ist doch deutlich teurer als Track AI. Das ist kein Geheimnis. Ich meine, das kostet eine Oculus Rift mittlerweile 300 Euro oder sowas. Track AI mit 160 Euro. Seitdem, ihr habt natürlich auch das Glück, dass ihr vielleicht ein Vorführmodell bekommt. Dann seid ihr doch da deutlich günstiger unterwegs. Und wie gesagt, so... Ihr seht es ja selber, ne? Also das funktioniert ja schon alles. Also irgendwie ist das hier ein bisschen eigenartig. Ich muss das nochmal einstellen. So, ein Parsing haben wir halt, 42 Kilometer. Das ist noch ein Stück. Das Problem ist, es gibt halt nicht wirklich eine richtige Anleitung dazu, wie du am besten die Einstellung so ja, einstellst. Das ist natürlich von Person zu Person natürlich anders. Ja, wie steht der Monitor? Wie groß ist die Person? Ja, wie hoch steht der Monitor? Oder ja, ne, all solche Sachen werden natürlich müssen natürlich mit einbezogen werden.
Das ist cool. Das ist ein richtig cooles Feeling. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ich dachte ja so, so ein Track AR ist so ein Spielerlitz, weißt du, die, ja, es benutzt er ein, zwei Mal eventuell und dann er lässt es halt, dann nutzt es halt nie wieder. Also, nö. Ich muss sagen, ich könnte mich tatsächlich dran gewöhnen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es für euch ist, so als Zuschauer, wenn ihr euch das Ganze jetzt anguckt, aber auch so habe ich mich ja immer versucht, viel mit der Maus zu bewegen und viel natürlich von der Welt halt mitzunehmen, mir anzuschauen. Und dementsprechend, ja, es ist natürlich eine interessante Sache. Aber wenn es natürlich dann noch falsch eingestellt ist, ist es natürlich eine blöde Sache. Also da werde ich gucken, dass das besser eingestellt wird. Aber es war in Omsi schon ein bisschen hakelig, fummelig gewesen. Ich finde, hier läuft es tatsächlich ein bisschen besser. Also die Einstellungen gehen in die richtige Richtung, sag ich mal. Von daher, ja, werde ich da noch ein bisschen Zeit investieren. Ich kann auch weiter zurückgehen, ne? Ich kann aber auch näher rangehen, um das Ganze halt anzuschauen. Also es ist schon schickes Spielzeug. Und das Coole an der Sache ist halt, du kannst dich halt einfach sofort, ohne dass du irgendwas machen musst halt. Das ist mir zum Beispiel bei Omsi halt aufgefallen, ich bin halt Autofahrer, du bist halt viel unterwegs, du guckst dann immer viel nach links und nach rechts. Ja. Gerade wenn du irgendwo abbiegen willst, nach rechts oder links, dann musst du halt nicht mit den Tasten rumdrücken, sondern du guckst halt einfach gleich in die jeweilige Richtung halt und dann auch ein bisschen schneller, als wie wenn du das Ganze dann halt mit den Tasten da drückst. Ah, ja, geht schon. Ich weiß gar nicht, ob Susi Track AR unterstützt. Ich glaube nicht. Es gibt so eine Liste, da kannst du dir das alles anschauen. Welche Spiele zum Beispiel unterstützt werden, welche Spiele jetzt, also nur welche Spiele unterstützt werden, die werden schon doof, wenn sie halt Spiele reinschreiben, die nicht unterstützt werden. Von daher, also gibt es da auch so eine direkte Liste, wo man sich halt sich die Titel direkt anschauen kann, obwohl ich sagen muss, die Liste ist teils überhaupt nicht mehr up to date. Das ist natürlich auch geil. Das ist ein Wort zwischen aktuell und up to date. Oh Mann. Nein, auf jeden Fall ist in der Versionsnummer, die Software, die ihr installiert, die muss natürlich auch geupdatet werden, sind Spiele aufgelistet, die auf der Website gar nicht draufstehen. Und das ist natürlich dann halt, ja, umso interessanter für mich mehr gewesen, tatsächlich den Titel zu entdecken, wo ich es halt einfach überhaupt nicht mit gerechnet hätte. Das Schlimme ist, jede Bewegung, die ich jetzt mache mit dem Kopf oder sowas, das seht ihr jetzt alles. Eieiei. Solange ich nicht mehr anfange, hier so rumzudippen, geht das schon. Ich überlege gerade, ob ich anders sitze. Warum man das deswegen so ein bisschen komisch macht. Das Problem ist, die Sitzposition muss natürlich stimmen, ne? Weil sonst muss es halt dementsprechend immer wieder neu kalibrieren und alles was. Vorteil hier zum Beispiel auch ist, anders als wie bei der VR-Brille, wenn das hier ruckelt, wird die nicht schlecht. Wie bei der VR-Brille. Da merkst du, sobald da ein Ruckler drin ist, merkst du es halt sofort. Und der Kopf, der mag das dann in dem Moment überhaupt nicht, wenn das Bild dann auf einmal so stehen bleibt. Und das hast du ja hier nicht, weil du hast ja trotzdem noch die Umwelt um dich rum, die du ja siehst. Und die ist ja halt real, ne?
Also sprich, der Kopf, der nimmt das anders auf als mit der VR-Brille. Weiß auch nicht, ob Track AR günstiger ist als VR, das Ganze noch einzuprogrammieren. So, jetzt kann man da schon eine richtig schöne größere Stadt hier. Das ist das Problem. Jetzt muss ich echt höher gehen, weil der mich ja immer nach unten sitzt. Jetzt hat er beinahe einen Siefer gehabt. Dann mal Glück. Ja, ich habe mir auch dementsprechend mal eine leichtere Aufgabe rausgesucht, um das Ganze auch selbst erstmal zu testen, weil ich hier selbst das ja auch noch nicht getestet hatte. Aber tatsächlich bin ich absolut fasziniert. Fasziniert von Track AR. Es ist kein Werbevideo, ich habe nichts geschenkt bekommen oder wurde gesponsert, nichts dergleichen. Deswegen ist es kein Werbevideo oder sowas, ja, also keine Sorge. Aber der ein oder andere, der mich natürlich schon eine Weile kennt, ja, ich teste gerne neue Technik. Da bin ich, gerade wenn es so meine Simulatoren sind oder sowas, möchte ich da gerne noch tiefer ins Detail gehen. Und ich denke, mit Track AR geht das schon in die sehr richtige Richtung. Wie gesagt, jetzt noch mein Rail Driver angeschlossen. Ich bin der Lokführer schlechthin. Ah! Ja, Zusi ist natürlich, glaube ich, mit Track AR nicht ausgestattet. Deswegen kann man das da mal nicht testen. Oder? Ist es auch so? Ich glaube nicht. Also, es ist auf jeden Fall nicht in den Listen drin. Kann natürlich sein, dass Track AR eventuell unterstützt wird. Da muss ich mal gucken. Und in 12 Kilometer erreichen wir dann schon wieder Parsing. Es ist gar nicht mehr allzu weit nach München. Ja, Leute. Gamescom zu Ende. War tatsächlich ein bisschen, ja, war jetzt nicht so highlightmäßig. Wir waren jetzt nicht sonderlich viele große Ankündigungen in der Simulationswelt, in der normalen Spielewelt schon. Ja, da kommt schon der ein oder andere Titel raus, der mich schon sehr brennend interessiert. Und oh mein Gott, jetzt am Wochenende geht's los. Diese Woche kommen einfach so unglaublich viele Spiele raus. September geht genauso weiter mit den Spielen. Ich weiß sind schon wieder gar nicht, was ich da zuerst spielen soll. Und das Ganze wollte ich ja eigentlich auf Twitch streamen. Ja? Ich weiß aber gar nicht, ob ich das alles schaffe. Das fehlt mir wirklich, wirklich die Zeit. Ich habe meinen Trailer gerade zusammengeschnitten. Dachte mir so, holy shit, es sind einfach mal 9 Spiele oder sowas. Wann soll ich das zocken? Wann soll ich das alles spielen? Ja, das ist schon. Ach, cool. Track AR ist geil. Finde ich super. Kann ich empfehlen. Wie gesagt, OMSI Train Simulator wird nicht von der VR unterstützt. Aber Track AR macht's. Und das ist schon mal ziemlich, ziemlich geil. Ich guck gerade meinen Sensor vielleicht hier um. Weil ich muss jetzt. Das ist der einzige Nachteil. Obwohl, kann man so sehen oder so sehen. Ich muss jetzt, weil ich die Basic-Variante habe, ich habe jetzt nicht die Pro-Variante, sondern Basic, habe ich jetzt ein Basecap auf jetzt beim Let's Play. Ich muss jetzt ein Basecap tragen, weil da sind nämlich diese Sensoren dran, die das zurückspiegeln, was die Infrarotkamera sendet. Und die wird halt praktisch an einem Basecap befestigt. Es gibt die Pro-Version. Ja, da hast du dann so eine LED-Sender. Den machst du dir am Headset ran. Den kannst du dann am Headset ranstecken. Und
ich habe mir natürlich die Basic-Variante geguckt, also muss ich jetzt ein Basecap tragen. So, die EZB verabschiedet sich, sie endet. Das heißt, wir übernehmen gleich die Kontrolle. Wir übernehmen die Kontrolle. So, da kommt auch schon Parsing, 160 angekündigt, da ist es. So, wir müssen gucken. Wir müssen natürlich weg mit dem Speed. Und wir müssen natürlich weiter runter. Das kann ich mich halt währenddessen hier noch umgucken und alles sowas, ohne dass ich da jetzt hier irgendwie Angst haben muss, dass ich jetzt hier irgendwie was verpasse. So, 5:50 ist eigentlich Ankunft. Wir sind zu früh. Ich bin mal zu früh. Was ist denn hier los? Türen auf und ich würde sagen, perfekt geparkt. Na, das ist ja nicht von schlechten Eltern. Ja, es ist schon eine Weile her, dass wir den Trendsimulator zuletzt hatten. Aber irgendwo muss man halt immer so ein bisschen Abstriche machen. Geht halt nicht anders, ne? Ja, jetzt sind wir natürlich zu früh. 16:03 ist dann Ankunft in München. Also, wie gesagt, wir sind jetzt echt gleich nicht mehr lange unterwegs. Und dann haben wir es dann auch schon wieder. Hier zum Beispiel bewege ich auch meinen Kopf und da passiert gar nichts. Also, es ist halt wirklich nur, sobald ihr in der Ego-Perspektive seid, dann habt ihr dementsprechend halt Track IR. Aber das finde ich auch ganz gut so. Das finde ich auch ganz gut so. So. Das Problem ist, Track IR belegt die Taste F12 und das ist eigentlich meine Steam Screenshot-Taste. Verdammt. Dann muss ich das auch schon wieder ändern. Warum soll auch einfach mal irgendwas einfach sein? Ich glaube, es gibt einfach viel zu wenig Tasten auf der Tastatur. Da geht noch was, würde ich sagen. Ne?
Ja, aber sonst Erfahrung, also so selbst jetzt, erstes Mal jetzt so wirklich, dass ich auch mal eine Strecke durchgefahren bin, ist großartig. Ja, ich nehme es jetzt wirklich in den Mund, das Wort. Es ist großartig. OMSI funktionierte tadellos. Der Train Simulator funktionierte jetzt tadellos. Ich gehe auch davon aus, dass auch die anderen Spiele tadellos funktionieren werden. Also ich werde jetzt noch F1 2019 testen mit Track IR. Ja, ich glaube, Forza sage ich schon, Assetto Corsa und Project Cars, glaube ich, kann ich mir sparen. Es wird auch einfach wunderbar funktionieren. Ja, X-Plane geht natürlich auch. Es gibt Trains, ja, wo ihr Track IR benutzen könnt. Also da gibt es wirklich eine ganze, ganze, ganze Liste, wo man da wirklich mal vorbeischauen kann. Wie gesagt, 160 € ist natürlich ein Pappenstiel. Deswegen wartet, bis ihr das Glück habt, so wie ich, ja, so ein Ausstellermodell irgendwie zu ergattern. Und dann, ich würde fast sagen, Schlag zu. Also, ein geileres Spielerlebnis kann man absolut. Also, noch mehr steckst du wirklich nicht mehr im Detail drin. Ja? Also, noch mehr steckst du nicht drin. Wie gesagt, das Ganze ist wie gesagt noch gebündelt mit dem Rail Driver. Weiß ich nicht. Also, was man denn noch mehr möchte. Und geil finde ich dann immer die Aussagen, weil sich so der ein oder andere sich so ein bisschen geäußert hat dazu mit Track IR, weil es gibt halt nicht wirklich eine Einstellung oder sowas in dem Train Simulator, dass du dich irgendwas mit Track IR einstellen kannst. Wahrscheinlich haben sie es dann nicht vorher einfach mal probiert. In die Kommentare so gepostet, ja, und dann wird dann jetzt ein Track IR unterstützt und hast nicht gesehen und hier und da. Und die Leute dann halt einfach mal schreiben, das braucht doch keiner. Ja, und? Was ist nicht richtig mit den Leuten? Nur weil die sich sowas nicht leisten können, heißt dann automatisch, braucht das sowieso keiner. Ja, hallo? Sowas ist dann immer, was finde ich immer ein bisschen nicht in Ordnung. Wahrscheinlich, die haben es halt einfach nie getestet. Lotus aktuell wird noch nicht unterstützt mit Track IR. Soll aber wohl kommen. Das ist wohl in der langen Planung mit inbegriffen. Wann es natürlich kommt, ist natürlich die andere Frage. Aber es ist wohl geplant zumindest. Aber da habe ich ja vorher. Also da ist mir das jetzt gar nicht so wichtig, dass er jetzt zu Track IR kommt. Wenn ich jetzt richtig Bock habe, Hardcore zu zocken, dann werde ich eben meine VR-Brille aufsetzen. Und dann machen wir die Sintflut. Und das sind hier so zum Beispiel hier der Train Simulator und OMSI. Ja, die ging partout halt nicht mit vorher. So, SIFA bestätigen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten, wie euch das jetzt gefallen hat. Ist euch jetzt in dem Punkt jetzt ein bisschen schwummerig geworden oder sagt er jetzt so, nö, es war voll in Ordnung? Also ein bisschen Kopf bewegen und sowas alles, es geht schon in Ordnung. Ich meine, sonst mache ich das ja mit der Maus ja auch, dass ich ja da ab und zu mal immer so ein bisschen durchgucke. Ist ja in dem Sinne nichts anderes, außer dass ich jetzt, ich habe extra so eingestellt, dass er nicht jede kleinste Bewegung aufnimmt. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel rede oder sowas, dann bewegt sich der Kopf ja natürlich immer so ein bisschen automatisch. Und da habe ich so eine kleine Dead Zone eingebaut, ja, dass das Headset nicht gleich ausschlägt, also die Kamera. Und erst, sobald ich meinen Kopf ein bisschen weiter drehe, dass er dann erst anfängt, wieder zu bewegen. Ihr merkt das auch, wenn ich jetzt so bin und jetzt in die Mitte gehe, dann rastet das so ein bisschen ein. Ne? Und das ist dann so halt der Punkt, wo ich dann jetzt ja, mich jetzt unterhalten kann mit euch. Ist natürlich bei VR alles ein bisschen anders, ne? VR nimmt natürlich jede Bewegung wahr. So, ich habe mal die AFB jetzt rausgenommen.
Gott. Das ist aber jetzt Fehler von der Aufgabe, oder? Das Signal zeigt mir jetzt 60 an, oder? Ich muss ja dazu sagen, ich war jetzt. Das war aber 60, oder? Naja, spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich zum nächsten Mal versuchen, das Ganze jetzt ein bisschen besser einzustellen. Dass es natürlich gleich funktioniert, kann ich nicht versprechen. Aber dass es hier runtergeht, das ist natürlich ein bisschen öde. Das muss weg. So, und da sind wir denn jetzt in München angekommen. Und das war eine Zugfahrt mit Track AR im Train Simulator 2019 in der 64-Bit-Version. Und ihr seht, es hat einfach alles reibungslos funktioniert. Wie gesagt, dass es nicht richtig eingestellt ist, ist jetzt nicht am Train Simulator, sondern das ist jetzt eine kleine Einstellungssache zwischen mir und der Track AR Software. Aber ich muss sagen, ich finde das ziemlich geil, kann das absolut empfehlen. Ich kriege kein Geld dafür, um Gottes Willen, das wäre cool. Nein, kriege ich nicht, das ist wie gesagt kein Werbevideo oder sonstiges. Aber testen muss man es auf jeden Fall, wenn man sich da vielleicht jetzt gerade am Überlegen ist, ob man sich eine VR-Brille kauft oder nicht. Ja, und vielleicht reicht einem diese Variante ja hier eventuell schon. Der, denke mal, dürfte auf jeden Fall hiermit auch sehr viel Spaß haben, auf jeden Fall. Und ja, schreibt es halt in die Kommentare, würde mich brennend interessieren, was ihr davon so haltet. Und ob wir das zukünftig jetzt öfter machen können, ob das jetzt für euch so in Ordnung war. Also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir es öfter machen können. In OMSI werde ich es auf jeden Fall benutzen, das sage ich jetzt schon, weil ich das halt ziemlich cool finde, dass wir uns da halt so flexibel bewegen können. Ja, wie gesagt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und sonst bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart wieder. Hoffe, das Video hat euch wieder mal gefallen. Hier von meiner Seite, super, Sie sind in München angekommen, Sie haben den Zeitplan eingehalten. Gute Arbeit, Lokführer. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Bedanke mich, sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.